Heute bauen wir ein Floß und treffen auf Kreaturen, die nicht ganz so freundlich sind. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Ich bin hier eine ganze Zeit rumgelaufen und habe gesucht und deswegen habe ich jetzt nebenbei sozusagen das ganze Zeug zusammengetragen. Und wenn ich das richtig sehe, können wir ein 2x2 Floß damit bauen. Ich habe leider nur 5 Reifen gefunden, ja, aber das muss reichen. Schauen wir mal nach dem Raft. Also man kann nur aus Holz bauen oder ich nehme mal an, das ist hier besser. Ah, der will irgendwie im Wasser liegen. Geht nur so. Da kann man was dran machen noch. Und das? So, das müsste gehen. Na, dann fangen wir mal an. Und 18 davon. Wahrscheinlich haben wir sogar schon genug, zumindest dafür. Brauchen dann ja noch Segel und so. Also ich stelle mir schon vor, dass das dann relativ groß vielleicht irgendwann wird. Eins fehlt noch. Ja, da kannst du gleich mal eins mit nach vorne nehmen. Wir brauchen sicher noch anderes Material. So, ich hoffe, das funktioniert so. Wenn nicht, dann keine Ahnung, was wir dann machen. Da war ja sonst nichts. Nee, da war sonst nichts. So, und dann brauchen wir ein Ruder. Okay. Und ein Segel oder zwei Segel. Mal, ob das einen Unterschied macht, ein oder zwei Segel. Und da könnte man auch ein Segel hinmachen. Ich mach mal zwei Segel, mal sehen, was passiert. Und ein Ruder, ein Segel. Und ich wollte mal gucken, hier so eine Kiste draufzustellen. So richtig schön in die Mitte, wo man Sachen reinpacken kann. Wäre die Idee. So, jetzt brauchen wir den Stoff. Was brauchst du? Auch Loks. Noch 6 Stück. Das brauchen wir alles nicht. Aber ja, wie gesagt, ich würde gerne irgendwie Materialien mitnehmen. Noch. Oh, die braucht 6 Stämme. Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Stämme? 6? Für eine Kiste? Tatsächlich. Muss ich sogar noch Bäume fällen. Na gut. Dann machen wir das. Ja, ich weiß auch nicht, dass Aloe Vera. Ah ja, okay, cool. Ich bin hier x-mal alles irgendwie abgelaufen und ich habe keine Ahnung, wo wir noch Sachen finden können. Leider. So, das schaut gut aus.
Steinsplitter, Kokosnüsse auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Die natürlich. Die Komodo-Haut. Den Käfer wollen wir nicht. Das wollen wir. Wenn wir untergehen, ist dann das Spiel zu Ende, oder? Das alles einzeln tragen. Und das natürlich. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe nicht mehr gefunden. Ja, nicht über Bord gehen. Ob das gut geht. Da bin ich echt gespannt. Ich hoffe, vielleicht noch eine Schlafmatte. Bei 1 hier noch irgendwo Palmblätter da hinten. Ja, wenn hier irgendwie, wenn ich hier nichts mehr finde, dann würde ich da auf die andere Insel rüberfahren. Meine, die Sachen hier, die laufen ja nicht weg, sozusagen, ja. Das bleibt ja alles hier so stehen irgendwie. Wir wissen, was wir hier haben. Jo, dann sage ich mal, lass es mal versuchen. Kriegen wir den ins Wasser? Ja. Sieht gut aus, oder? Okay. Und jetzt? Jo. Ja. Scheint zu funktionieren. Hey. Cool. Mal gucken, was uns da drüben erwartet. Ich glaube, dass das die größte Insel ist. Es scheint irgendwie nicht relevant zu sein. Wir haben leichte Schlagseite, kommt mir so vor. Oh, es sind, ist nur der. Oh. Ist nur der Wellengang. Gut, das steht nicht direkt in der Mitte. Ja, also wenn das da drüben die größte Insel ist, dann denke ich, dass wir da uns häuslich niederlassen. Ich kann leider mich nicht weiter drehen als so. Ui. Kommt ziemlich viel. Uiuiui. Oh, ich hoffe, die Sachen bleiben da drin. Ui, ich hatte mir das entspannter vorgestellt. Nicht, dass ich nach dem Flugzeugabsturz hier noch einen Schiffbruch erleide. Wir halten gerade genau auf das Flugzeug zu. Also offensichtlich ist das Flugzeug näher an der Insel. Mich wundert, warum wir dann zur anderen Insel geschwommen sind. Oder das treibt wahrscheinlich durch die Gegend hier. Das kann ja ganz gut sein. Armes Flugzeug, kaputtes Flugzeug. Was ist das denn hier? Eine Sandbank? Kommen wir hier von los? Können wir irgendwie eine andere Richtung einschlagen oder so? Mist. Damit habe ich ja nicht gerechnet.
Da war ein Hai. Oh Gott. Eieiei. Ich hänge hier leider, oder hänge ich hier nicht mehr? Aber Glück gehabt. Wir müssen da irgendwie eine größere Kurve fahren. Möchte da eigentlich schon näher ran. Hier sieht es tiefer aus. Ja, hier kommen wir ans Ufer, glaube ich. Notfalls mitschieben. Schauen wir mal. Wo sind die Haie? Naja, jetzt geht's schon. Jetzt komme ich da so rüber. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet hier. Ah. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, auf diese Insel zu kommen. What? Was ist das denn da? Oh no. Ein Leopard. Ach du. Oioioi. Oh. Ob der hierher kommt? Oder da liegen Baumstämme, sehr praktisch. Das ist ein Leopard, oder? Können Leoparden schwimmen? Ach du lieber Himmel. Die Frage ist, ob mein Bötchen hier liegen bleibt, aber ich glaube schon. Ja, ich oder der Leopard. Ich muss, glaube ich, gerade mal speichern. Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ah, der ist gerade durch den Stein gegangen. Okay. Ach komm. Und jetzt rennen. Jetzt rennen. Rennen, 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 rennen. Rennen. Eieieiei. Ich guck gar nicht nach hinten. Gib mir das, was dir da im Hintern steckt. No. Wo ist jetzt der Stock? Hat er den? Nee, der steckt da noch drin. Also ganz elegante Bewegungen, die sie dem Tier da gegeben haben. Wo ist er?
Da ist er. Sehr elegante Bewegung. Kann man das ernten? Nein. Ob der irgendwann an meinem Stock verblutet? Ich werde langsam ein bisschen übermütig, ich gebe es zu. Oh ja. Aber ich würde sagen, er ist. Was ist das denn? Was bist du? Oh, Wolfsspinne. Oh Mann. Oh, da kriege ich gleich wieder Gänsehaut. Ja. Kann ich so weit werfen. Oh, okay, das war jetzt natürlich. Was haben wir da? Zahn. Okay. Ich hoffe, du warst der Einzige deiner Art hier auf der Insel. Ei, ei, ei. Was für ein Willkommen hier. Ja, wir gucken uns mal ein bisschen um. Ich weiß nicht, ob das eine richtig gute Entscheidung war, hierher zu kommen. Die Insel ist zwar größer. Da sind wir hergekommen. Ich wollte gerade sagen, da gibt es mehr Holz, aber das ist natürlich Quatsch. Wir gucken uns einmal hier um. So, gehen wir einmal vorsichtig hier so durch. Hier ist nichts mehr. Also hübsch ist sie auf jeden Fall, die Insel. Aber sie ist im Grunde genommen genau wie die, von der wir gekommen sind, finde ich. Ich weiß nicht, vielleicht fahren wir weiter, bevor wir uns niederlassen. Wie kommt man denn da hoch? Hier nicht. Holzscheit. Das ist auf jeden Fall. Ach, das ist SOS gewesen. Oh. Das habe ich jetzt erst irgendwie realisiert. Das war ein SOS. Ich habe gedacht, warum liegen da diese Holzscheite? Was wir machen könnten, wir könnten hier auf jeden Fall das Bötchen nochmal vergrößern oder neu aufbauen mit den Materialien, die hier sind. Doch hier irgendwo muss doch dann, muss man doch da hochkommen. Ich habe doch da oben was gesehen. Aber wie komme ich da hoch? Da komme ich nirgends hoch. Oh doch. Komme ich doch. Das sah so hoch aus. Ich werde schon wieder von irgendwas angegriffen. Irgendein Spinnenvieh oder so. Was haben wir hier? Ein Zelt? Oh. Verdorbener Lachs. Was ist das? Lagerfeuer? Goldpfeile. Ja, nice.
Bestimmt gut. Braubecher. What? Aloeblatt. Verbände. Antibiotika. Energieriegel. Braubecher. Inventory voll. Schwarze Witwe. Ui, ein Liebespaar. Ui, ach du lieber Müll. Da kann ich speichern. Ja, schon wieder. Ich sehe nicht, was mich da angreift. Da, eine Spinne. Noch eine. Wo ist das Mistvieh? Runter hier. Oh, mich graust so viel. Okay. Ja. Muss mal gucken, wie viele Materialien wir hier finden. Was haben wir denn hier? Chili Pepper. Da was war? Aloe. Aber es sind auf jeden Fall keine Zeichen hier irgendwie gekommen. Ne? Scheint hier nichts weiter zu geben. Jetzt krabbelt es schon bei mir hier überall. Da ist noch ein Camp. Kokosnüsse, zwei Stühle, Bierflasche. Eigentlich ganz nett, so gesehen. Hornisse, ja, die kennen wir ja schon. Eigentlich gefällt es mir hier ja ganz gut. Aber wenn es hier so gar nichts gibt, keine, also offensichtlich nur diese armen Menschen, die hier gestrandet sind und sonst nichts und irgendwelche fürchterlichen Spinnen. Ich bin mir nicht so sicher, wie es weitergehen wird, ob wir hier bleiben oder ob wir weiterziehen. Auf jeden Fall finde ich diese Insel eigentlich ganz schön, aber es scheint hier keine Notizen oder irgendwas zu geben, denke ich. Sonst hätten wir wahrscheinlich schon mal irgendwo einen Hinweis gesehen. Ich glaube, wir fahren einfach noch mal weiter und gucken weiter. Wir haben ja jetzt gesehen, was es hier alles gibt und da gab es schon ein paar nette Sachen, die ich vielleicht auch mitgenommen hätte. Ich bin am Überlegen, ob ich das Boot noch mal zerlege und mit den Materialien, die es noch hier auf der Insel gibt, einfach noch mal größer baue. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut, bis dann und ciao.